Und dann gibt es ja auch noch die beiden charmanten Moderatoren. Es ist das zweite Mal, dass Thomas Gottschalk zusammen mit Michelle Hunziker durch die Sendung führt. Für Michelle ist ganz klar, die Sendung morgen soll noch besser werden als die vergangene. Man muss sich immer steigern und wir haben uns jetzt eingespielt. Wir müssen uns jedes Mal immer besser einspielen mit Thomas. Und das ist natürlich nicht einfach für Thomas. 28 Jahre lang immer nur alleine diese ganze Show gemacht. Und jetzt, ich werde mit ganz sachte werde ich jetzt in diese Show reinkommen. Wie schon in der vergangenen Sendung tritt Michelle morgen mit einer eigenen Wette gegen Thomas Gottschalk an. Ich wette, dass ich es schaffe, auf dem Schlossplatz hier in Braunschweig 1000 Leute zu bringen, die alle Thriller tanzen von Michael Jackson. Ich weiß, dass ich es schaffe. Das schafft sie nie. Es ist kalt. Im Fernsehen läuft Wetten, dass. Und außerdem, so einfach ist es nicht. Also ich meine, sich im dicken Anorak dahinzustellen und dann so ein bisschen zu wippen. Wenn schon, dann müssen die alle aussehen wie in dem Video, so Thriller und so. Ja, aber wenn ihr keine Masken habt, könnt ihr euch auch schminken. Das ist auch schon okay. Und vor allem, lasst mich nicht im Stich, weil am Ende zeigen wir euch auch den ganzen Michael Jackson-Film auf dem Schlossplatz. Kommt alle! Au! Wir werden sehen. Wetten, dass aus Braunschweig, morgen 20:15 Uhr live im ZDF.